Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfans, und willkommen zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Der letzte große Europaabend für Eintracht Frankfurt in diesem Jahr. Letztes Gruppenspiel in der Europa League gegen Nicosia. Außerdem, der SV Darmstadt 98 schleicht sich in Liga 3 wieder an den Relegationsplatz heran und das erste halbe Jahr der Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest. Und genau mit dem Thema wollen wir auch anfangen, und zwar gemeinsam mit OFC-Geschäftsführer David Fischer. Schön, dass Sie gekommen sind. Hallo. Guten Abend, Henrik. Die Hinrunde ist vorbei für Kickers Offenbach, das erste halbe Jahr in der Regionalliga Südwest. Ihr Resümee? Ja, also zunächst muss man sagen, wir haben sehr, sehr gut begonnen. Hatten ja im Sommer nur eine sehr, sehr kurze Vorbereitungsphase aufgrund des Insolvenzverfahrens. Hatten knapp 2-3 Wochen Zeit, um überhaupt einen Kader zusammenzustellen, um auch überhaupt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erstellen für die Saison. Da muss man unseren Fans nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön einfach aussprechen, dass sie uns in dieser Phase unterstützt haben. Weil 3.500 Dauerkarten in der Regionalliga, das ist keine Selbstverständlichkeit und nötigt sehr, sehr viel Respekt ab. Dann haben wir uns eigentlich sehr schnell gefunden, sogar innerhalb der Mannschaft, haben zu Saisonbeginn auch erfolgreich Fußball gespielt, sehr, sehr erfrischend. Das sind natürlich gewisse Erwartungen und Hoffnungen direkt wieder geweckt worden. Dann hatten wir eine gewisse Talsohle und haben jetzt die letzten 3-4 Spiele wieder eine ansteigende Form gezeigt. Aus 3 Spielen 7 Punkte geholt. Das war sicherlich nochmal sehr, sehr wichtig, um sich auch ein Stück weit abzusetzen von der Abstiegszone in der Regionalliga. Die Mannschaft hat dadurch auch gezeigt, dass sie Charakter hat. Hin und wieder tut ja Misserfolg auch einfach gut für die Charakterbildung. Wir haben ein sehr, sehr junges Team, wo sich auch ein Stück weit erstmal die Hierarchie rausbilden musste in den vergangenen Monaten. Und ja, das ist das Fazit jetzt zunächst erstmal zufriedenstellend. Wollen natürlich weiter punkten in der Rückrunde, wollen unseren Fans anschaulichen Fußball bieten und halt gerade dieses junge Team auch weiterentwickeln. Auf den sportlichen Teil wollen wir auch gleich noch näher eingehen. Zunächst aber nochmal die Frage als Geschäftsführer. Wie groß ist da eigentlich der Handlungsspielraum, wenn das Sagen ja eigentlich de facto der Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt hat? Also rechtlich gesehen ist es natürlich so, dass diese Position des Geschäftsführers keine irgendwie rechtlich verbindende ist. Sozusagen ist wirklich der Insolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt der rechtliche Vorsitzende der Gesellschaft. Schlussendlich haben wir aber ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis, wo wir schlussendlich alle Dinge, die den OFC oder die OFC Kickers GmbH in Insolvenz betreffen, besprechen. Er da auch sehr auf mein Urteil bzw. die Dinge, die man einfach anschiebt, auch vertraut. Und dementsprechend wir dann ein wunderbares Tandem sind, wo er dann schlussendlich viele Entscheidungen nur noch final einen Haken dran machen muss. Sozusagen ist es mehr oder minder, dass man die Position auch weiterhin einfach ausleben kann, wie sie vorher auch war, aber schlussendlich natürlich final die Entscheidung für alle wirtschaftlichen Aspekte und muss dann der Insolvenzverwalter treffen. Auf die aktuellen wirtschaftlichen Aspekte wollen wir gleich blicken. Zunächst aber mal in sportlicher Hinsicht das vergangene halbe Jahr der Offenbacher Kickers noch einmal Revue passieren lassen und beginnen dabei, auch wenn es die Offenbacher Fans unter den Zuschauern nicht so gern sehen, bei der Stunde Null. In Offenbach brach vergangenen Sommer eine Welt zusammen. Über 9 Millionen Euro Schulden, Insolvenzverfahren, Lizenzentzug in Liga 3, Zwangsabstieg. Die Kickers zum Neuanfang in der Regionalliga Südwest verdonnert. Ja, man nützt nichts. Ich glaube, Rico Schmidt hat es irgendwo mal gut gesagt, Hochwasser in den neuen Bundesländern ist schlimmer, absolut. Das ist eine sportliche Aufgabe, das ist eine Herausforderung, die musst du annehmen. Mit Freude auch jeden Morgen hier zur Arbeit kommen und dann kannst du das schon irgendwie lösen. Für den neuen Regionalliga-Kader von Trainer Rico Schmidt bewarben sich gleich reihenweise neue junge Spieler am Biberer Berg. Und die Unterstützung der Kickers-Fans war ihnen auch gewiss. Entsprechend motiviert stürmten die jungen Wilden in die neue Spielzeit, Platz 3 nach 8 Spieltagen. Abseits des Platzes aber tobten die Grabenkämpfe. Präsident Frank Ruhl musste nach langem Hin und Her Platz machen für Klaus-Arvid Laubrecht. Und auch bei Fanausschreitungen im kleinen Derby gegen die U23 von Eintracht Frankfurt gaben die Kickers nicht das beste Bild ab. Prompt lief es auch auf dem Rasen nicht mehr rund. 8 Spiele ohne Sieg, Platz 13 und mit insgesamt 21 Treffern die viertwenigsten der Liga. Ich glaube, wir sind einfach in eine schwächere Phase reingekommen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass uns auch ein paar Spiele einfach ausgefallen sind und die Liga sehr, sehr eng ist und da kann jeder jeden schlagen und man hat es gesehen, wir haben Mainz hier besiegt, haben aber gegen Baunatal hier verloren.
es schlägt jeder gegen und da muss man jedes Spiel vom Neuen 100% bringen. Und tatsächlich sollten die Kickers die Kurve bekommen. Fabian Becker mit 7 Treffern bester Offenbacher Schütze. 3 Spiele ohne Niederlage, zuletzt ein 4:0 gegen Koblenz. Darüber hinaus Benefizveranstaltungen für die Kickers und eine Annäherung mit den Gläubigern. Auch finanziell gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn mit dem ehemaligen Geschäftsführer Thomas Kalt hat auch der letzte von 8 Gläubigern zugestimmt einer Stundung der Forderungen bis Juli 2015. Außerdem soll er ja auch die Forderungen des Ex-Managers Klaus Gerster übernommen haben. Was heißt das denn jetzt konkret für das Insolvenzverfahren bei Kickers Offenbach? Ja, zunächst muss man da ein Stück weit unterscheiden. Das Insolvenzverfahren, was uns aktuell betrifft, ist für die Kapitalgesellschaft, für die GmbH schlussendlich, für die erste Mannschaft. Und die Übereinkunft, die man jetzt unter anderem mit Thomas Kalt wiederum getroffen hat und gefunden hat mit den anderen Gläubigern, schlussendlich Bezug nimmt auf den Stammverein. Weil man muss sich vor Augen führen, 2010 wurde die erste Männermannschaft ausgegliedert in eine Kapitalgesellschaft bei Kickers Offenbach. Und damit wurden damals auch alle Verbindlichkeiten in diese Gesellschaft mitverlagert. Und dann gibt es ein sogenanntes Umwandlungsgesetz, was für 5 Jahre bindend ist, dass der Verein an sich, woraus sich diese GmbH gegründet hat, noch gesamtschuldnerisch für gewisse Verbindlichkeiten gesamtschuldnerisch haftet. Und das ist halt aktuell ein Problem des Vereins. Aufgrund des Insolvenzverfahrens gibt es halt einen gewissen Gläubigerkreis, der halt ein Durchgriffsrecht auf den e.V. hat. Und das hat man jetzt mit großen Mühen und Anstrengungen und dem Entgegenkommen der Gläubiger geschafft, zunächst erstmal diese Forderungen, die da im Raum stehen, zu stunden, damit sie nicht fällig sind. Weil im Verein natürlich finanziell diese Last auch nicht getragen werden kann. Und da ist es natürlich jetzt die Herausforderung, in den nächsten Wochen und Monaten auch da eine vernünftige Lösung zu finden. 60.000 von 3 Millionen Euro fehlen jetzt noch. Zudem soll dann auch erst ein Insolvenzplan der GmbH ein abschließender erstellt werden. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die jetzt anstehen? Wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man das nicht vermischt. Zum einen fehlen jetzt 60.000 Euro, um das Budget des EVs abzudecken. Die ca. 3 Millionen Euro, die Sie gerade auch mit erwähnt haben, das ist wiederum der Betrag, der von den Gläubigern eingenommen wird, wo der Verein ganz gesamtschuldnerisch haftet. Das sind sozusagen 2 verschiedene Baustellen. Die 60.000 Euro sind einmal die Liquidität, die noch benötigt wird im Verein. Wo das Präsidium auch frohen Mutes ist, dass sie das in den nächsten Wochen auch stemmen kann, damit auch das abgesichert ist. Und die 3 Millionen Euro sollen perspektivisch, circa 3 Millionen Euro, sollen dann perspektivisch mit an den Insolvenzplan angeheftet werden, der wiederum bei der GmbH aufgestellt wird durch den Insolvenzverwalter. Wenn man jetzt so Benefizaktionen sieht wie Kichern für die Kickers, ist man dann positiv überrascht, was für ein Rückhalt, was für eine Unterstützung es doch für die Kickers gibt? Also grundsätzlich muss ich auch gestehen, als wir im Sommer zunächst erstmal kurzzeitig am Boden lagen, macht man sich natürlich einen Kopf, wie es weitergeht. Und wenn man dann so eine breite Unterstützung erfährt aus Fankreisen, Sponsorenkreisen, dann zeigt es natürlich, was für eine Strahlkraft auch dieser Verein Kickers Offenbach einfach hat und wie dankbar man auch da sein muss, dass man solche Fans und Sponsoren einfach im Hintergrund weiß, beziehungsweise auch im Rücken hat. Und auf der anderen Seite halt gerade dieses Charity-Event, wo man sehr dankbar sein muss, dass sich Bernd Reisig da einfach involviert und sehr, sehr stark engagiert hat und diese Veranstaltung überhaupt über die Bühne zu bringen, zu gewährleisten. Und da dokumentiert man natürlich auch, dass der Verein nicht tot ist, sondern dass er lebt und da sehr, sehr stark lebt und dass es da immer weitergeht. So bitter wie Momente halt sein können. Die Offenbacher Kickers haben in ihrer Vereinshistorie die letzten 112 Jahre schon so einige Tiefschläge erlebt. Aber den Verein gibt es noch, den wird es auch zukünftig geben. Und das ist einfach auch ein Stück weit ein Markenbild dieses Vereins, dass man sich von nichts da irgendwie unterkriegen lässt. Wir wollen gleich weitersprechen über Kickers Offenbach, aber auch auf die Frankfurter Eintracht und den SV Darmstadt 98 blicken. Das Ganze nach einer ganz kurzen Pause. Musik.
Willkommen zurück, liebe Fußballfans, zu Elfmeter. Kickers Offenbach heute in der Regionalliga. Das Hauptthema: David Fischer. Nach dem Zwangsabstieg hieß das Ziel ja nicht gleich automatisch Wiederaufstieg, sondern erstmal akklimatisieren in der Regionalliga. Ist das mit Platz 12 so gut gelungen? Also akklimatisiert haben wir uns auf jeden Fall. Natürlich die ganzen Randbedingungen, die wir im Sommer haben, die waren sicherlich nicht einfach. Wir haben innerhalb kürzester Zeit eine Mannschaft zusammenstellen müssen, was uns, glaube ich, schlussendlich sehr gut gelungen ist, sogar mit vielen jungen, talentierten Spielern, insbesondere aus der Region. Das soll auch zukünftig der Weg der Offenbacher Kickers sein, dass wir uns wieder stärker auf die Region Rhein-Main konzentrieren. Auch Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, beispielhaft dafür einfach zu nennen, diese Saison Mohamed Tahiri, der da zum Leistungsträger oder Stammspieler geworden ist. Und so wollen wir das auch zukünftig machen, auf die eigene bewährte Jugendarbeit zurückgreifen, die in den letzten Jahren das ein oder andere Talent hervorgebracht hat, auch in den letzten Jahrzehnten, beispielhaft Rudi Völler. Und das soll der Weg sein. Natürlich haben sie bei so einer Jugendtruppe immer wieder mal Rückschläge, aber wir vertrauen den Jungs, weil sie einfach viel Entwicklungspotenzial haben, gute Jungs sind auch. Und haben ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder gezeigt, dass sie gewillt sind, einfach sich da auch weiterzuentwickeln. Und wenn wir alle Mann an Bord haben, dann haben wir da eine wettbewerbsfähige Truppe für die Regionalliga Südwest und können da dem einen oder anderen ein Beinchen stellen und sicherlich auch innerhalb der Tabelle noch ein Stück weit nach oben uns bewegen. Aber der Anspruch jetzt, diese Saison nicht direkt wieder aufzusteigen, weil einfach die Rahmenbedingungen in der Saison oder in der Saisonvorbereitung nicht ganz so günstig waren. Perspektivisch wollen wir natürlich uns wieder ein Stück weit nach oben orientieren. Dafür steht ja auch Kickers Offenbach aus der Historie heraus, dass man eher sich in der zweiten und ja, teilweise auch mal in der ersten Liga gesehen hat. Aber wir wollen zunächst in den nächsten zwei, drei Jahren sicherlich eine gewisse Entwicklung wieder hinlegen, dass wir über das Thema dritte Liga zumindest sprechen können. Und einer, der ja auch ein ganz wichtiger ist, einer der wenigen, die geblieben sind nach dem Zwangsabstieg, Fabian Becker mit 7 Treffern. Da kann man froh sein, dass der gesagt hat, ich bleibe hier bei Offenbach. Ja, Fabi ist ein guter Junge, fühlt sich wohl bei uns, fühlt sich in der Region auch wohl und war natürlich auch schlussendlich ein gewisses Zeichen für andere Spieler, auch sich dem OFC anzuschließen bzw. auch zu bleiben, wie beispielsweise Matthias Schwarz und Daniel Endres aus der Truppe aus der letzten Saison. Und für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, ist mit seinem jungen Jahr nichtsdestotrotz bei uns schon ein Leistungsträger und auch eine gewisse Leitfigur innerhalb der Mannschaft. Man hat ja auch gespürt, als er nicht da war, dass uns das schon ein Stück weit beeinträchtigt hat. Dann wollen wir jetzt einen kurzen Abstecher machen zum ewigen großen Lokalrivalen, nämlich zu Eintracht Frankfurt. Letzter großer Europaabend in diesem Jahr. Das letzte Gruppenspiel gegen Nicosia in der Europa League. Und vorher stand ja bereits fest, dass die Eintracht in Europa definitiv überwintert. Zumindest auf ihre internationalen Auftritte können die Adlerträger diese Saison alles in allem mit Stolz zurückblicken. Erstmals seit fast 20 Jahren in der zweiten Runde der Europa League und das obendrein als Gruppensieger. Marco Russ und Co. auf den Spuren großer Spieler wie Anthony Eboa oder Uwe Bein. Seit langem mal wieder international gespielt und ja, mit so einer unerfahrenen Mannschaft in der Euroleague dann, ja, ich sag jetzt mal so, so zu spielen und schon vor dem letzten Spieltag Gruppenerster zu sein auch, ja, das macht uns stolz und ja, das genießen wir trotz der schlechteren Lage in der Bundesliga. Aber ich denke, ja, wir sollten trotzdem stolz darauf sein und sollten da auch unsere Kraft rausziehen, dass es ja in der Euroleague so gut läuft und das müssen wir jetzt mit in die Bundesliga nehmen. Auch finanziell lohnt sich der Europa-Auftritt. Rund 3 Millionen Euro hat die Eintracht bereits mit der Gruppenphase verdient. Mit der kommenden Zwischenrunde könnten es bis zu 10 Millionen werden. Damit hätte bei der Qualifikation gegen Karabach vor 4 Monaten wohl noch niemand gerechnet. Danach gegen Bordeaux, Nicosia und Tel Aviv 3 Siege in Folge ohne einen einzigen Gegentreffer. Wo es momentan schwer fällt, aber darauf sind wir schon stolz. Also auf Bordeaux, dass wir es da geschafft haben, sind wir schon ein bisschen stolz, gell? Doch es gibt auch Schattenseiten. Immer wieder Pyrovergehen auf den Rängen, Übergriffe, saftige Geldstrafen, sogar ein drohender Teilausschluss der Fans. Zudem wartet die Eintracht immer noch auf eine Entschädigung für Kevin Trapps Handbruch vergangene Saison bei einem DFB-Werbedreh. Und auch in der Bundesliga sieht es düster aus. Platz 15, punktgleich mit dem Relegationsrang.
Am Sonntag müssen die Adlerträger ausgerechnet zum Tabellenzweiten Bayer Leverkusen am Dienstag in der Champions League mit dem 1:0-Sieg in San Sebastian und dem Einzug ins Achtelfinale. Ein harter Brocken für die Eintracht. Das läuft in der Bundesliga einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Leverkusen hat Priorität, das ist ganz klar. Ich denke, das sieht man auch an schon an der Aufstellung, dass einfach wichtige Spieler wie Carlos, der jetzt seit Anfang der Saison durchgespielt hat, dass er einfach mal verschnaufen kann. Ich denke, die Fans werden jetzt auch schon immer unruhiger. Die vereinzelten Pfiffe oder die Pfiffe, die jetzt kamen, ist sehr verständlich. Ist ganz, aber nichtsdestotrotz haben sie uns überwiegend immer nach vorne gepeitscht und haben uns nach vorne getrieben. Und ich denke, da sollten wir nicht noch mehr Kredit verspielen, sondern sollten zeigen, dass wir das ernst nehmen. Und ja, das haben wir vor und dann bereiten wir uns ganz intensiv und ganz enorm auf Leverkusen vor. Zum Jahresabschluss kommt nächste Woche dann Augsburg nach Frankfurt. Spätestens dann muss die Eintracht auch mal wieder in der Bundesliga punkten, ehe man sich auf die nächsten internationalen Auftritte freut. Ja, die Eintracht sehen wir auf jeden Fall kommendes Jahr wieder in der Europa League. Blickt man als der ewige Lokalrivale Kickers Offenbach eigentlich ein bisschen neidisch nach Frankfurt, wenn die Adlerträger wieder an alte Erfolge in Europa zumindest anknüpfen, während man selbst in der Regionalliga rumdümpelt? Neid ist der falsche Ratgeber. Also das hat mit Neid nichts zu tun. Es wurde da in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Das hat man sich erarbeitet und dann nötigt das Respekt ab. Ich glaube, gerade mit Harry Bruchhagen in seiner jetzt 10-jährigen Amtszeit hatte der in den vergangenen Jahren vernünftige Strukturen geschaffen, die einfach auch die Basis für sportlichen Erfolg ist. Und dann gönnen wir gern der Eintracht diesen Erfolg. Ist sicherlich auch für die Region Hessen gut, dass man einen Vertreter da im Europapokal hat. Und schlussendlich Neid. Spricht da nicht aus uns heraus. Wir haben eigene Aufgaben, Ziele, die wir in den nächsten Monaten, Jahren verwirklichen wollen. Dort werden wir dran hart arbeiten, um da ebenfalls Erfolg zu haben, um uns dann auch ligatechnisch wieder anzunähern. Auch wenn mancher Kickers-Fan sicherlich gerne sieht, dass es in der Bundesliga ja nicht ganz so gut für die Frankfurter Eintracht läuft. Platz 15, jetzt geht es erstmal am Wochenende nach Leverkusen. Meinen Sie, dass die Eintracht da unten aus der Abstiegszone doch wieder rauskommen kann, trotz der Dreifachbelastung? Es ist natürlich ein schwieriger Spagat, diese Dreifachbelastung. Und wichtig ist dann sicherlich in so einer Situation, dass man den sogenannten Abstiegskampf annimmt. Sicherlich waren auch vor der Saison die Ansprüche andere. Man hat sich ja bewusst auch verstärkt und auch in der Breite zugelegt, was das Spielermaterial angeht. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, da jetzt schnell unten rauszukommen. Also da muss an jedem Punkt gekämpft werden. Und das wird womöglich dann doch etwas länger noch in der Saison dauern. Das warten wir einmal gespannt ab. Wir wollen gleich noch auf den SV Darmstadt 98 blicken und das eine oder andere Wörtchen zum Thema WM-Auslosung für die deutsche Nationalelf wollen wir auch noch verlieren. Also bis gleich. Noch einmal willkommen zurück, liebe Fußballfans, zu Elfmeter. Vergangenen Sommer waren sie sportlich abgestiegen. Nur der Zwangsabstieg von Kickers Offenbach rettete den SV Darmstadt 98. Nun aber klopfen die Lilien doch tatsächlich ein wenig an der Pforte zur zweiten Liga. Der Kollege Thomas Rodnitzky hat sich am Böllenfalltor einmal umgehört. Der SV Darmstadt 98 übertrifft einfach die Erwartungen in dieser Saison. Platz 4 mit 29 Punkten heißt es zurzeit, da gibt es nichts zu meckern. Saisonziel ist weiterhin der Klassenerhalt. Verteidiger Benjamin Gorke analysiert den Tabellenstand. Die Liga ist sehr, sehr eng. Also wenn man guckt von Platz 4 bis Platz 17 oder so, sind es glaube ich 9 Punkte. Also es ist sehr, sehr eng. Heidenheim marschiert ein bisschen vorne weg. Also die punkten zurzeit ordentlich. Red Bull dahinter punktet auch gut mit und der Rest ist also sehr eng. Ob wir jetzt, wenn wir jetzt ein Spiel mehr verloren hätten, wären wir vielleicht auf Platz 10 oder 11. Deswegen verwundert es, wie gesagt, ist sehr eng in der Liga. Der 29-jährige Verteidiger ist zurzeit echt gut drauf. Ja, super. Also ich bin erstmal sehr, sehr zufrieden hier in Darmstadt. Also man hat hier Top-Bedingungen, man hat alles, was man braucht. Ich wohne in Mannheim, sind 50 Kilometer von hier, also das ist auch eine Art der Heimat. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich in dem Gesichtspunkt her wohlfühlt.
Und dass es so gut läuft, ja, bin ich ja zufrieden. Hauptsache, das Wichtigste ist immer gesund zu sein. Und dann kommt alles von alleine, das Selbstvertrauen, und dann kommt, das wächst dann mit der Zeit. Als Verteidiger wird man ja vor allem an den zugelassenen Gegentoren gemessen. Und mit 18 Gegentreffern wären die Lilien übrigens auf Platz 2. Ja, wir verstehen uns hinten blenden. Also, aber man muss auch sagen, von vorne bis hinten, die ganze Mannschaft, die arbeitet top defensiv. Und das trainieren wir auch ständig im Training. Und da ist es wie ein Zahnrädchen, da greift ein Rad ins andere. Und das läuft zurzeit. Wir hätten, also meiner Meinung nach, ruhig noch eins oder zwei Tore weniger kassieren können. Hauptsache eins mehr schießen. Am besten noch selbst. Und genau das ist ihm nämlich gelungen. Beim letzten Spiel in Kiel traf er zum allerersten Mal in der Saison. Und das als Abwehrrecke. Schon geil, gerade als Abwehrspieler dann nochmal ein Tor zu machen, auch wenn es mit meinem schwachen rechten Fuß war. Es ist schon geil, wie gesagt, als Abwehrspieler ein Tor zu machen. So kann es weitergehen. Am Samstag kommen die Amateure vom VfB Stuttgart an das Böllenfalltor. Selbstbewusst tippt Monsieur Gorka. Ich tippe auf ein 2-0. Ja. Klare Ansage. Sollten die beiden noch ausstehenden Spiele gegen den VfB Stuttgart und die Spielvereinigung Elversberg erfolgreich enden, stünden die Darmstädter zumindest mitten im Rennen um den Relegationsplatz. Und der SV Darmstadt 98, natürlich OFC-Geschäftsführer David Fischer, noch bestens bekannt aus gemeinsamen Drittliga-Zeiten, reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen, wenn man mit seinen Kickers anstelle des Lokalrivalen eigentlich runter müsste und auf einmal sieht beim Blick in die Drittliga-Tabelle, dass die tatsächlich oben anklopfen auf einmal? Ja, es zeigt wiederum, dass die dritte Liga sehr, sehr eng beieinander ist. Also wenn man in die Historie der dritten Liga jetzt zurückblickt, beispielsweise der SV Sandhausen vor über 2 Jahren ebenfalls eine sehr schlechte Saison in der dritten Liga gespielt und im Jahr darauf direkt aufgestiegen. Ob das jetzt Darmstadt 98 gelingt, das werden wir sehen. Der Herr Gorka hat es im Beitrag gerade gesagt, das ist alles sehr, sehr eng beieinander. Dort wird sicherlich noch viel passieren. Die zwei Mannschaften vorn, Heidenheim und Leipzig, werden vermutlich den Durchmarsch schaffen, weil sie einfach eine gewisse Grundqualität da haben und auch die Saison überzeugt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon beachtenswert, wie sich der Darmstadt auch gemausert hat. Haben im Sommer noch mal einen gewissen Stellschrauben auch gedreht vom Personal her. Und dann, wenn es einmal läuft, dann läuft es bekanntlich und machen da einen guten Job. Und stehen dann dementsprechend verdientermaßen erstmal dort am Platz 4. Ein Thema würde ich zum Ende der Sendung gerne noch ansprechen, das ja in den vergangenen Tagen seit der WM-Auslosung natürlich auch hier in der Region viel diskutiert wurde. Die deutschen Gruppengegner kommen das Jahr in Brasilien, Portugal, Ghana und die USA von Jürgen Klinsmann. Alles drei Teams, die in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit geschlagen wurden, aber auch alles Teams, die normalerweise bei den letzten Turnieren in die nächste Runde kamen. Was sagen Sie? 9 Punkte oder doch der ein oder andere Stolperstein? Also es wird sicherlich eine sehr interessante Geschichte auf einem anderen Kontinent. Da tut man sich bekanntlich immer ein bisschen schwieriger oder schwerer. Und ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir die Vorrunde dieser Gruppe überstehen werden. Ob wir dann mit 9 Punkten durchs Ziel gehen werden, das glaube ich wiederum nicht. Der eine oder andere wird uns sicherlich ein bisschen Probleme bereiten, aber wir werden dort zumindest die nächste Runde erreichen. Abschließende Frage noch zu Kickers Offenbach. Auf welchem Platz landen die Kickers in der Rückrunde? Ich hoffe und bin fest überzeugt, dass er einstellig sein wird. Also das ist so ein bisschen auch die Marschroute oder keine zwangsläufige Vorgabe? Wir wollen uns stets verbessern und das ist der Anspruch, den wir klassisch haben, den wir auch gegenüber den Jungs haben. Und da glaube ich, haben wir einen gewissen Weg jetzt schon zurückgelegt und den wollen wir weiter begehen. Und da bin ich optimistisch, dass wir uns da in der Tabelle ein Stück weit nach vorne arbeiten werden. Wer natürlich interessiert, den weiteren Weg von Kickers Offenbach verfolgen. David Fischer, vielen Dank für den Besuch hier heute bei uns. Bitte. Und für Sie, liebe Fußballfans, natürlich wie immer der Hinweis, kommenden Donnerstag, wenn Sie möchten, sehen wir uns wieder zur gewohnten Uhrzeit um 19 und um 22 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.